Hallo, vielen Dank fürs frühe Aufstehen. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, was gerade vom Herald auch kam. Purple Dome, ich gehe noch später in die Details, ist ein Tool, um Angriffe zu simulieren und da mal auch die eigenen Verteidigungstools, die man hat, vor allem wahrscheinlich auch dann Detection, das kann aber auch Hardening sein, mal in Aktion zu sehen. Ganz kurz zu mir. Ich bin ein erfahrener Entwickler von Angriffsanalyse-Tools, also auf der Defense-Seite eher, und Malware-Erkennungstechnologien. Da auch bisher in zwei Firmen gewesen, die erstmal Closed Source Bolt-on Malware Detection produzieren. Und auch in Open Source Software habe ich ziemlich viel beigetragen, unter anderem Cuckoo Sandbox, das jetzt nicht mehr unter dem Namen entwickelt wird, aber Cuckoo Sandbox lebt weiter als Cape. Die Origin Story von Purple Dome, damit ihr kurz den Rahmen habt, ist, in der aktuellen Security-Firma, der Name wird später nochmal sichtbar werden, ist aber jetzt mal momentan nicht wichtig, gibt es ein internes Research-Projekt-Team, die sehr viel Open Source machen. Und eins davon ist Purple Dome dann geworden. Das ist für uns entwickelt worden, um die eigenen Produkte, also gerade Malware-Sensoren und Logik, zu stresstesten, bevor wir das an irgendwelche Kunden rausschicken. Ungefähr ein Jahr Entwicklungszeit steckt drin. Es wurde so im Jahreswechsel Open Source, obwohl es schon länger geplant war, mussten dann noch viele Unterschriften her und Dinge geklärt worden, wie es halt so ist. So, und jetzt für euch. Also, angenommen, bei euch hat die Firma mal richtig in Security investiert. In eurer Firma hat man ein Security Information Event Management, also irgendeine teure Software gekauft, die Logs von überall zusammenkratzt und die schön darstellt. Ihr habt sogar ein eigenes Team, Security Operations Center, die nichts anderes machen, als zu gucken, was die Rechner da alles so tun und was sie tun dürfen und vielleicht dann doch nicht tun dürfen. Und es war sogar noch Geld dafür, jemanden zu bezahlen, der im Zweifelsfall den Kopf hinhält. So, aber ja, habt ihr ein Problem? Eigentlich weiß keiner, ob alles funktioniert und wie Logs von so einem richtigen Angriff aussehen. Wahrscheinlich habt ihr mit dem Produkt so ein paar Beispiele mitgekriegt und ein paar Beispielregeln. Die sind schon okay, das ist aber One-Size-Fits-All-Regeln. Ihr wollt die wahrscheinlich für euch tunen. Dann kommt noch ein OS-Update. Danach weiß man erst recht nicht mehr, ob die Logs noch so aussehen, wie sie sollten oder direkt oder ob die Daten noch da sind oder einfach nur anders aussehen. Was fast schlimmer ist, dann greifen die Ausdrücke nicht mehr. Ob eure selbstgeschriebenen Erkennungsregeln überhaupt was erkennen, wisst ihr nicht. Ihr wisst, dass sie keine Fehlalarme mehr machen. Könnt ihr rausfinden. So, euer Problem ist, und meins eigentlich auch, kein Schwein greift mich an. Früher gab es noch den ICAR-Test-Virus. Das ist eine Datei, die ist so kurz, die kann man in jedes Log reinposten und gucken, ob es erkannt wird. Es ist sehr praktisch, um Fileerkennung zu machen und zu gucken, ob die filebasierten, das muss ich jetzt gerade betonen, dateibasierten Erkennungstechnologien überhaupt wach sind und da sind, angeschlossen sind und wohin sie locken. Ich betone es mit dem filebasiert gerade deswegen, weil die heutigen Angriffe sind mehr fileless, die etwas fortgeschrittenen Angriffe und das sind nicht unbedingt die Hypercracks. Die nutzen inzwischen so eine schöne Kette von Memory-Exploits, die nie auf eine Festplatte schreiben, Admin-Tools, also die so benannten LOL-Bins, oder harmlose Programme, die ihr drauf habt, die veraltet sind, aber vulnerabel damit. Das alles kann man mit sowas wie einer ICAR-Test-Datei gar nicht mehr nachbilden. Mal kurz nochmal durchgehen, was jetzt gerade die Probleme sind. Die In-Memory-Exploits, da ist eine Software bei euch, eine harmlose Software, die installiert ist, nur nicht abgedatet, verwundbar. Sie akzeptiert Daten von außen, lässt sich exploiten und alles, was danach passiert, findet in Memory statt. Wenn euer Scanner nur nach Dateien guckt, dann sieht es düster aus. LOL-Bins sind Living of the Land Binaries, das sind normale Admin-Tools. Ihr habt sie entweder schon drauf, oder der Angreifer installiert sie noch kurz nach. Es sind harmlose Tools. Der Virenscanner schlägt nicht an, weil harmloses Tool. Nur der Falsche verwendet es.
Nicht ihr, nicht euer Admin. Sehr dreckig, vulnerable Programme. Am beliebtesten sind signierte, aber veraltete und verwundbare Treiber. Damit kann der Angreifer dann schon auf Systemrechte kommen. Das ist ein schöner, netter Zwischenschritt. Der Treiber ist legitim, der kommt von der Firma. Der gehört auf Rechner, aber es ist halt die falsche Version. Um das alles so ein bisschen, also es gibt in ganz vielen Software Behavior-Erkennung. Die kann sowas abfangen. Und es gibt die ersten Skripte online, die ein bisschen Behavior produzieren, malicious Behavior, um diese Dinger zu testen. Aber schwankt in Qualität und die Aussagekraft ist auch nicht so sicher, weil sich das jemand halt für sein System zusammengefrickelt hat. Könnte benutzen, Zuverlässigkeit, keine Ahnung. Und bevor die Frage aufkommt, jede klassische Antivirensoftware, die ihr kauft, hat schon seit vielen, vielen, vielen Jahren Behavior-Komponenten drin. Die scannen nicht nur nach Dateien. Das ist gut und gleichzeitig riskant, weil für das Behavior-Erkennung müssen sie sich ins System reinhängen. Da kommt dann ein Treiber mit. Gut ist es, weil ansonsten würde einige Malware gar nicht erkennbar sein. So, das ist euer Problem. Zurück zu eurer Situation. Ihr habt jetzt diese ganz tolle Erkennungstechnologie. Um die zu testen, habt ihr jetzt die erste Option, den Leroy Jenkins Ansatz. Ihr lasst Metasploit auf euer Production Environment laufen und guckt, ob irgendwas passiert. Wahrscheinlich wird etwas passieren. Was genau, ist nicht ganz klar und vielleicht wolltet ihr es auch gar nicht. Das ist jetzt einer von den Einsatzzwecken für dieses Purple Dome. Nochmal Info zum Mitschreiben. Es ist Open Source, MIT-Lizenz, findet ihr auf GitHub. Und der Nutzen von Purple Dome ist jetzt, wenn ihr das startet, dieses Python-Tool, startet es mehrere virtuelle Maschinen, die alle auf einer Konfiguration basieren. Die meisten der Maschinen sind Targets, die sind angreifbar. Und es wird ein Attacker gestartet, der die dann basierend auf einem Skript angreift. Das wäre jetzt sehr schlau in dieser Situation, wenn ihr die Targets so konfiguriert, dass sie eurem System möglichst ähneln. Das alles läuft in einer simulierten Umgebung. Es sind VMs, die VMs angreifen. Momentan bei uns VirtualBox. Eigentlich kann nichts passieren. Ich würde den Rechner trotzdem lieber von eurem Produktionsnetz trennen, damit euch die IT nicht aufs Dach steigt. Da wir das jetzt, also wir und ihr dann auch, alle verwenden, um eure Sensoren zu optimieren, das ist zumindest unser Ziel gewesen, wird alles aufgezeichnet. Sowohl, was die Sensoren machen, das machen die Sensoren eh, die sind auf den Targets oder im virtuellen Netz drin. Als auch die Angriffe, die werden auch aufgezeichnet. Es gibt einen Log, was der Angreifer getan hat und wann. So, mit Purple Dome sind das Fileless-Angriffe handhabbarer, weil man kann das Ding jetzt schön replayen in verschiedenen Konfigurationen, mit verschiedenen Targets, mit verschiedenen Sensorentypen, Konfiguration der Sensoren, verschiedener Logik. Man kann es nutzen, um die Sensoren zu entwickeln, die Daten sammeln, also ganz stumpf, oder um die Logik hinter den Sensoren mit realen Daten zu füttern und gucken, ob die Logik funktioniert. Und parallel immer wieder die Gesamtsituation ein bisschen zu modifizieren und gucken, wann es kaputt geht. Oder ob es noch läuft mit dem nächsten Update. So, was das jetzt wirklich kann, das Ding ist sehr flexibel gebaut mit Plugins, sehr intensiv genutzt. Und auch in der Open-Source-Version verfügbar sind Angriffe basierend auf Metasploit, der Kali-Kommandozeile und Caldera. Zum kleinen Überblick, warum ich gerade die jetzt ausgewählt habe und das, was jetzt noch nicht drin ist. Metasploit ist ein sehr, sehr klassisches Exploit-Tool. Das kann entweder mit Implants, also mit kleinen vorkompilierten Programmen, die schon manuell installiert wurden. Das ist das, was getroppt wird, wenn ihr auf der E-Mail
das Word-Dokument öffnet und das Makro startet. Das wäre so ein Implant. Oder per Exploit aufs Target. Das heißt, dann müsstet ihr dann auf dem Target ein vulnerables Tool installieren und das dann exploiten. Was Metasploit dann tut, dieses Implant baut eine Verbindung zum Angreifer auf. In den klassischen Fällen, wie es oft bei Malware passiert, kommt damit von innen nach außen durch eure Firewall und kann das System dann per Windows-API hauptsächlich manipulieren. Also Metasploit ist unglaublich flexibel, aber das jetzt mal so als Differenzierung zu Caldera. Caldera benutzt auch Implants, die man auch auf dem Target installieren muss vorher. Auch das baut eine Verbindung zum Attacker auf. Es gibt verschiedene Kommunikationskanäle wie bei Metasploit. Es beeinflusst aber das System hauptsächlich über Kommandozeilenbefehle. Also PowerShell, Shell, je nach Betriebssystem. Und das dritte im Bunde, das wir noch haben, der Attacker, da läuft ein Kali Linux drauf. Die ich verwende, die Tools, die sind eher netzwerkzentriert, weil bei Metasploit und Caldera sind wir ja schon auf dem Ziel. Und hier habe ich vor allem Hydra, das ist ein Passwort, Brute Force und Nmap, schon mal als Plugin, mit Plugin-Kontrolle versehen, also das Plugin nutzt einfach, was schon da ist. Und für unser Experiment war es hauptsächlich, um die Netzwerk-Logs mal ordentlich zu füllen mit Daten. Und beide machen Lärm. Was man bei Metasploit noch kostenlos dazu gibt, kriegt, ist Mimikatz. Also Mimikatz gibt es jetzt in tausenden Varianten. Mimikatz extrahiert Credentials aus dem Speicher, also Username, Passwort und alles andere, was Credentials sind. Das ist bei Standardangriffen, wie man sie so sieht draußen, auch sehr häufig ein Bestandteil und deswegen auch ziemlich interessant, sehen die Sensoren, wenn sowas passiert. Es gibt jetzt eine Lücke, muss nur darauf hinweisen, Cobalt Strike habe ich nicht drin, noch nicht, das ist ähnlich wie Metasploit, wird von Malware-Angriffen stark genutzt, benötigt aber eine Lizenz, außer man hat sie mal geklaut als Malware-Autor und ist jetzt noch nicht drin, aber da alles ein Plugin-System ist, sind es ein paar Zeilen Python-Code. Damit hat der Angreifer schon mal ganz ordentlich Möglichkeiten, jetzt schon mit dem, was drin ist, für Lärm auf den Sensoren, auf den Logs zu sorgen. Als Sensoren in der public-releaseden Version relativ, ja, langweilig ist jetzt falsch, aber Logs-Filebeat, das sammelt so ein bisschen System der Logs ein, bereitet die als JSON auf und schickt die los. Das ist sehr Open Source und jeder kann es nachvollziehen, deswegen hat es das ins Plugin geschafft aktuell. Unsere eigenen Sensoren haben ein Plugin, das ist nicht Open Source. Wenn irgendjemand anders rumexperimentieren will, ich habe es schon gemacht, da ist aber noch nichts in der Qualität, dass ich es publizieren wollte mit anderen Sensoren, die komme ich nachher auch mal kurz dazu. Da kann man dann sehr kreativ mit werden. Die Targets und der Angreifer, die werden ja als virtuelle Maschinen gestartet. Momentan auch als Plugin ist Vagrant da. Das nutzt ein Config-File und produziert die virtuelle Maschine, um sie dann zu starten. Das ist dann eine VirtualBox oder direkt Standalone VirtualBox. Auch hier haben wir noch was, das für unsere Cloud zugeschnitten ist. Das ist unsere Cloud. Dementsprechend für alle anderen ziemlich nutzlos. Und wenn ihr was Cloudiges braucht, um massiv parallel laufen zu lassen, baut euch ein Plugin. Jetzt gibt es noch was sehr Nettes, und zwar Vulnerabilities. Die kommen bei mir nämlich auch als Plugin. Vulnerabilities sind, nachdem die virtuelle Maschine läuft und gebaut ist, kann man nachträglich noch Verwundbarkeiten in die virtuelle Maschine reinhauen, damit die Sensoren auch ein bisschen mehr sehen, damit der Angriff weiterkommt. Also ich habe jetzt bei einem RDP aufgemacht und ich habe noch ein paar schwache User-Passwörter in der virtuellen Maschine reingesprenkelt, damit Hydra auch mal irgendwann was findet. Auch hier lässt sich es mit Python-Skripten ziemlich einfach erweitern. Die rufen dann auf den Targets erstmal ein paar Kommandozeilen-Befehle auf, wie ihr sie haben wollt. Und danach sind die Targets auch gut verwundbar. Der Angreifer kommt irgendwo hin und die Sensoren sehen was. Ohne dass ihr von vornherein die virtuelle Maschine so aufsetzen müsst, wie ihr sie braucht. Das könnt ihr dann schön an- und ausschalten. In der Anwendung, ja, es ist jetzt
ein gut automatisierbares Tool, weil Automatisierung war jetzt hier King und hauptsächlich über Kommandozeile und Config-Files. Und genau so sieht die Kommandozeile aus. Wir starten das Ding, befehlen run, setzen das Config-File auf Hello World. Das würde ich euch auch empfehlen. Denn das testet mal so grob so ein paar virtuelle Maschinen und guckt, ob euer System grundsätzlich richtig eingerichtet ist, bevor ihr dann hinterher debuggt und nicht euch wundert, woran es dann liegt. Es dauert ein paar Minuten, bis es durchgelaufen ist und liefert dann die Ergebnisse. Die kommen später gleich, aber bevor ich das verheimliche, es gibt eine Config-Datei dazu, das ist ein Ausschnitt raus. Hier werden in diesem Beispiel werden hier die Caldera-Angriffe definiert, die passieren. Caldera hat ein sehr wunderschön kryptisches Unique Identifier-System. Das ist also dieser Angriff, der gefahren wird auf alle Linux-Targets. Für Windows-Targets habe ich hier gerade nichts definiert. Und parallel läuft noch eine Plugin-Based-Attacke, die Hydra-Attacke. Wenn ihr das alles über Vagrant laufen lasst, nicht verheimlichen, da gibt es noch die Vagrant-Config-Datei, die die Ziele definiert, ansonsten müsst ihr virtuellen Boxen bauen. Das war es aber auch schon, was ihr an Definition braucht, also Kommandozeile, Config-File und eventuell die in Vagrant definierten Ziele. So, was haben wir davon? Also was ihr davon kriegen werdet, sind sehr viele Sensor-Logs, das Angriffs-Log, das genauso wichtig ist, damit ihr abgleichen könnt, ob der Sensor zur Zeit des Angriffs was aufgezeichnet hat und ein PDF-Dokument für die Manager. PDF-Dokument für die Manager sieht so aus, enthält eine kurze Systemdefinition, was die Targets sind, was der Attacker ist, also in dem Fall ein Target, ein Attacker und dann die verschiedenen Schritte der Angriffe, die abgefahren werden. Ein Angriff sieht dann etwas so aus, ist auch nochmal schön beschrieben. Wir gehen mit den TTPs, das ist, was MITRE definiert hat, um verschiedene Angriffstypen schön zu taxonomieren. Das ist wunderbar. Da kann man endlich mit Leuten drüber reden. Die sind in den Plugins hinterlegt oder bei Caldera. Man sieht, welche Ability genutzt wurden, dass versucht wurde, den Current User zu holen. Bei Caldera muss man Attack Groups, lasst euch nicht verwirren, hier noch definieren. Die geht dann nicht ganz nach IPs. Und der Angreifer hatte eben so diese lokale Netzwerk-IP 192.168, ja. Und das Result war, wir haben herausgefunden, dass die Vagrant-Box mit dem User Vagrant gestartet wurde. Was jetzt, ja, hurra, großes Ziel. Für uns Techniker interessanter ist das Angriffslog, das parallel rauskommt. Weil das kann man dann halbautomatisch oder vollautomatisch mit den Sensor-Logs abgleichen. Wir haben hier Timestamps für Angriff und Ende. Wir haben hier gerade eine Attacke, eine Caldera-Attacke im Laufen gehabt. Das ist der Angreifer, der müsste hoffentlich im Log irgendwo auftauchen. Das sind die Caldera-IDs, also Paw und Group. Caldera macht alles ein bisschen speziell. Wie es definiert wurde, wer das Ziel ist. Und das ist eine schöne Beschreibung in verschiedenen Detailgraden, was für ein Angriff das war. Also Ability-ID würde eigentlich schon reichen, könnte man nach der richtigen Datei kreppen. Aber mit den typischen Tags, hat man die TTPs, man hat die Tactics, System Owner User Discovery, das ist schon ein bisschen abstrakter, eine Beschreibung und den genauen Namen des Angriffs. Das findet man bei MITRE. Und wir haben wieder das Resultat, Ziel-User, Vagrant. Jetzt nicht verwirrt sein, dieses Sensor-Log habe ich jetzt auf einen Hydra-Angriff gemacht, das ist ein ganz anderer Angriff, das matcht jetzt gerade nicht. Weil der einfach sehr schön noisy ist. Das ist ein Filebeat-Sensor-Log, auch mal ein bisschen gekürzt, weil eigentlich wäre das jetzt noch viel, viel länger. Wir haben einen Timestamp, das ist das, was man mit dem Attacker-Log abgleicht. Wir haben die klassische Measures-Fail-Passwort für Invalid User, Non-Existent User 1 von diesem Angreifer. Und da das jetzt ein stumpfer Brute-Force-Angriff war, haben wir das jetzt noch ein paar hundert Mal. Da müsst ihr die Logik drauf triggern. Also die Daten sind da, da müsst ihr die Logik triggern. Nochmal ein ganz kurzer Überblick, was im Hintergrund passiert ist. Wir haben die Kommandozeile gestartet, wir haben die Logs rausgekriegt und es ist irgendwas passiert dazwischen. Also, was da passiert ist,
Ziele werden aufgesetzt. Wenn ihr Wakehund nutzt, werden die VMs generiert nach eurer Definition. Am einfachsten ist es mit Linux-Targets. Windows-Targets und Wakehund ist so ein bisschen zickig. Da setzt ihr wahrscheinlich am besten manuell eure Windows-Box auf und nutzt dann VirtualBox einfach von einem Snapshot aus. Also wahrscheinlich für euch der einfachere Weg. Für mich war es das auf jeden Fall. Dann werden Targets und Attacker gestartet. Die Vulnerabilities werden nachinstalliert auf den Targets, damit die auch schön angreifbar sind. Also in diesem Fall jetzt gut ratbare User-Passwörter. Die Sensoren werden aufgesetzt und aktiviert. Es kann also Sensoren können alles sein, was ihr da an Tools habt. Die werden im Zweifelsfall sogar installiert und einfach gestartet. Die Angriffe werden nach dem Skript durchgeführt. Momentan ist es nicht allzu schlau. Es geht einfach von oben nach unten durch. Da würde ich mal irgendwann mal gern was erweitern. Ideen sind schon da, aber dann richtig und dann wird es ein bisschen größer. Klar, die Sensoren sammeln jetzt die Daten für sich. Die Angriffe sind abgeschlossen. Jetzt kann man die Sensoren stoppen und die Daten von allen Targets auf eure Controllermaschine übertragen. Da landen sie in der ZIP-Datei zusammen mit der PDF, die jetzt generiert werden wird, und zusammen mit dem Angriffslog. Alles schön in einem. So. Unser Ansatz war jetzt sehr eigennützig. Wir entwickeln Sensoren für richtig viele Leute, für komplexe Angriffe, wir wollen die testen. Aber es war von vornherein auch angedacht, dass Universitäten daran teilnehmen, mit verschiedenen Security-Schwerpunkten, auch sowas wie Forensik. Das heißt, die Sensoren laufen nicht mit, der Angriff gelingt und was bleibt noch über auf dem System? Das ist für uns nicht so richtig relevant. Dann ist es für uns zu spät. Aber auch Aufruf von euch, kommt einfach, wenn ihr noch weitere Ideen habt. Bisherige Top-Ideen waren Schulungen. Also man kann das Ding für Schulungen einsetzen, besonders auch im Bereich Forensics. Man kann da praktisch auf Knopfdruck Daten generieren. Wenn man einen Sensor so baut, dass er gar nicht startet, während das System losläuft, sondern aber am Schluss einfach einen Snapshot vom System macht, hat man die Daten. Trainings, Red Blue Team, sich gegenseitig Dinge wegschießen, Logs finden und so weiter. Oder Capture the Flag. Das waren gerade so Hochschulideen. Da muss ich noch was dazu sagen, das Security Threat Model, das ich da jetzt habe für dieses Dingens, sieht voraus, dass derjenige das installiert, laufen lässt, die Versuche durchführt und die Logs einsammelt, die gleiche Person ist. Bei einem Capture the Flag habt ihr jemanden, der es aufsetzt und Leute, die alle Flaggen raustragen wollen. Dafür ist es momentan noch nicht gesichert. Ja. Also wenn einer da schlau ist und den Vortrag jetzt gerade hört, ja. So, mehr Ideen. Jetzt habe ich euch die ganze Zeit schon versprochen, wenn ihr ein bisschen Python programmieren könnt, könnt ihr es erweitern mit Plugins. Und das ist so. Im Prinzip ist es ein grobes Grundgerüst und dann viele Plugin-Schnittstellen. Es gibt Spezial-Plugin-Typen für Angriffe, Vulnerabilities, Sensorintegration in die Targets. Also wir nehmen fertige Sensoren, integrieren sie einfach nur. Und verschiedene Arten, VMs zu unterstützen. Beispiele sind da. Und ich kann gerade mal eins zeigen, das ist das Linux FileBeat. Dieses Python-File, das ich euch jetzt zeige, ist ein bisschen gekürzt hier in meiner Präsentation, aber nicht viel. Jedes Plugin, jeder Typ, das hier erbt gerade von Sensor-Plugin, hat so eine Boilerplate, wo der Name drin steht, eine Beschreibung. Oder hier ist Required Files, das sind einfach die Config-Files, die dann in die Targets installiert werden müssen. Aus dieser Boilerplate wird zum Beispiel auch später das PDF gefüllt. Das zieht dann den Namen daraus und packt es an das Manager-PDF rein. Die meisten Plugins-Typen haben nur zwei, drei Funktionen, die aufgerufen wurden. Prime oder Install, also es gibt praktisch zwei Installationsroutinen. Prime macht einen Hardcore-Install mit Rebooten des Systems und allem und Install macht einfach nur einen Install und nicht Reboot. Können ganz simpel sein.
das hier lädt mit Curl der, von Elastic Cloud dieses Ding runter, das Filebeat-Dep und stellt das mit sudo, dpkg, also das Klassische. Das war's, das war installen. Das ist jetzt der gekürzte Teil. Um Filebeat zu starten, muss man einiges an Kommandozeilen abschießen. In diesem Fall definiere ich, welche Module enabled sein sollen. Also das Filebeat kann mehr als nur System und IP-Tables, aber das war jetzt mal gerade für die Netzwerktests für mich interessant. Und danach wird eine Pipeline aufgebaut, damit die Daten dann beim JSON-Logger landen und die werden dann in JSON verpackt und schön in die Datei reingeschrieben. Also ein paar Zeilen fehlen, die findet ihr online, aber auch das kein Hexenwerk. Die Collect-Funktion ist fast noch einfacher. Wir wissen, wo auf dem Target das Filebeat JSON landen wird. In diesem Fall hier temp-Filebeat JSON. Und das wird dann einfach rauskopiert. Indem einfach die Liste der rauskopierten Dateien von Collect einfach an Purple DOM selbst übermittelt wird. That's it. In dem Fall fahre ich es noch nicht mal runter, weil die Maschine wird dann eh wieder terminiert. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mit Sensoren rumexperimentiert. Nichts auf einem Niveau, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich jetzt gern schon im Open Source sehen. Das ist alles nur so ein bisschen nice to have. Interessant könnte sein, für Leute, die spielen wollen, eBPF, das ist eigentlich ein Linux-Kernel-Monitor, der in Linux inzwischen alles tut, aber seinen Weg ins Microsoft-Reich finden wird, wie es gerade scheint. Inwiefern das in Microsoft tut, keine Ahnung, aber das ist etwas, was mich reizt. Frida ist auch so ein Monitor für APIs. Das ist ein bisschen wie Cuckoo-Monitor, falls euch Cuckoo was sagt. Aber praktisch user-kontrollierbar und es monitort jetzt nicht das System-API, sondern Prozess-APIs. Also schaut eher auf die Prozesse. Nochmal ein anderer Ansatz, OS-Query, auch spannend, weil das Zielsystem startet hier raus. Also man kann das praktisch vor dem Lauf, nach dem Lauf des Angriffs durchführen und gucken, wie das System vorher nachher aussieht und was kaputt gegangen wurde. Wieder komische Dinge von Microsoft. Sysmon, die schieben gerade Sysmon, das Standard Microsoft Monitoring Tool, rüber auf Linux. Auch was sicher Spaß machen würde, da mal ein bisschen zu testen. Und wenn man im Bereich Forensics unterwegs ist, also wirklich nachdem das Kind im Brunnen liegt, nachzugucken, wie es da aussieht. Volatility kann Memory Snapshots machen und man kann dann das Windows Memory zum Beispiel nach Artefakten durchsuchen. Sind da Prozesse, die zwar laufen, aber nicht in der Prozessliste drin hängen. Und mit sowas kann man dann Rootkits finden. So. Das war es im Prinzip schon mit meinem Vortrag. Ihr findet mich auf viele Wege. Ich habe jetzt mal meinen Mastodon angegeben, weil der Trend geht ganz klar zu Mastodon. Das Projekt findet ihr auf github.com/purpledome und bitte folgt es, bitte tragt bei, bitte beschwert euch, wenn was nicht funktioniert. Davon lebt es. Und falls ihr irgendwie mit Unis Kontakt habt und die Spaß an irgendwas haben, sagt es denen. Gibt es Fragen? Dann erstmal vielen Dank dir für den wunderschönen Vortrag. Und jetzt kommen wir tatsächlich zur Fragerunde. Wer Fragen hat, hebt bitte die Hand. Ich komme rum, gebe euch mein Mikro und ihr dürft gerne Fragen stellen. Habt ihr auch, also kann man das auch gegen bestehende Infrastruktur laufen lassen? Weil also ich habe meine Infrastruktur und meine Testinfrastruktur mit Terraform definiert und will sie nicht eigentlich nochmal neu schreiben in Vagrant und Python? Also Terraform habe ich noch nicht drin, aber das ist ja im Prinzip so ein größer gewordenes Vagrant, von daher dürfte es nicht allzu schwer sein, das umzubauen. Und ja, also wir haben von vornherein angedacht, dass wir komplexere Systeme, also Mini-Büro oder so, simulieren können, um Lateral Movement zu machen. Da ist Terraform auch schon besser als Vagrant.
Das heißt, ja, wird sich lohnen. Probier mal. Gib mir Feedback. Ja, eine andere Frage, die ich noch hatte, war, kann man das denn vielleicht auch irgendwie in eine CI-Pipeline mit integrieren, dass man quasi, wenn man Code aktualisiert von einem Projekt, das man laufen hat, dass man dann quasi automatisiert solche Tests dann dagegen laufen lässt? Gibt es denn da Ideen dazu? Ja, also Kleinigkeit, die ich dazu sagen muss, es wird sich Exploits ziehen, also je nachdem, wie genau eure virtuelle Maschine, in der diese CI-Tests laufen, abgesichert ist und was die Abmachung mit euren Security-Leuten ist, vielleicht lieber nicht machen. Und es dauert Zeit. Also ich habe sehr oft einfach fertige virtuelle Maschinen gestartet, die gar nicht erst gebaut, weil es immer die gleichen waren. Dann dauert es, je nachdem, wie viel Angriffe laufen, 4-5 Minuten. Wenn es richtig viele Angriffe sind, länger. Also wir haben versucht, das Playbook von Fin7 nachzubauen. Das haben wir die interessanten 50% haben wir gebaut. Ist auch im Purple Dome open sourced. Aber das läuft dann länger. Hängt ein bisschen von eurem Timing ab und von euren Security-Menschen, was die zu euch sagen werden, wenn das da Exploits drauf landen. Aber ja, macht Sinn. Bei deinem ersten Attackers-Log ist mir aufgefallen, dass die Timestamps nur Stunden, Minuten, Sekunden hatten. Da habe ich mich schon gefragt, wie lange läuft denn so ein Attack? Kann der nicht auch mal mit Brute Force über den Tag laufen? Später kamen dann aber auch Timestamps, die ISO-Format hat. Jetzt ist alles Freiformat und darf auch mal mehr wie einen Tag laufen? Also, ja, ich habe es noch nie länger laufen lassen als ein paar Minuten. Man kann es definitiv länger laufen lassen, das war jetzt aber nicht mein Use Case. Und die Formate bei den Logs, die habe ich jetzt nicht normalisiert. Ich habe das genommen, was die so und so ausgespuckt haben. Wäre sinnreich gewesen. Aber Filebeat war für mich auch nur so ein, für mich eher so ein Showcase-Dingens, um Open Source zeigen zu können, was das Ding kann und wie es läuft. Weil unsere eigenen Logs und unsere eigenen Sensoren sind da nicht drin. Gibt es noch weitere Fragen? Da haben wir noch eine. Hast du schon irgendwelche Erfahrungen mal mit ZOS gemacht? Nee. Mhm. Komm nachher mal zu mir. Das wird noch ein längeres Gespräch bei einem Chunk, wie ich sehe. Dann, wenn keine Fragen mehr sind, vielen Dank dir. Gerne. Ich sehe keine Fragen mehr, finde ich fabelhaft. Und nochmal eine Runde Applaus an Thorsten Seck. Dann war's das.